So, und an dieser Stelle und wohl auch im Namen von Witwer Helmut ein herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen von Ihnen zu Hause, der seine Hilfe angeboten hat, ob per Mail oder Facebook. Es sind die Reaktionen auf sein Schicksal, über das wir berichteten. Helmut fehlte das Geld für die Bestattung seiner geliebten Christel, mit der er 60 Jahre verheiratet war. Also übernahm die Stadt die Kosten und die wählte die günstigste Variante, die Helmut jetzt sogar verbietet, einen Grabstein für Christel aufzustellen. Und genau das ist sein sehnlichster Wunsch. Ganz viele aus NRW haben also über Facebook Hilfe angeboten. Und Björn Reichert hat einen getroffen, der sagt, ich würde alles bezahlen. Seine Tränen gehen zu Herzen. Helmut Holwe am Grab seiner Frau. Nur eine Blume, aber kein Grabstein. Tut mir sehr weh. Viele wollen Helmut Holwe helfen, auch Prinz Alexander von Anhalt. Wir treffen ihn heute in Dorsten. Der Adlige sieht bei 17:30 die Geschichte von Helmut Holwe. Da habe ich sofort gesagt, da musst du helfen. Das sind Momente, da muss man den Kopf ausschalten und da muss man nur das Herz entscheiden lassen. Nur das Herz. Wissen Sie, ich habe direkt an meine Eltern gedacht. Die sind ja auch mittlerweile schon sehr alt. Dass es für Christel nur eine Sozialbestattung ohne Grabstein gibt, macht Prinz Alexander von Anhalt wütend und traurig zugleich. Helmuts geliebte Frau könnte in ein anderes Grab umgesetzt werden. Sämtliche Kosten, die entstehen, zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ich möchte, dass dieser Mann seine Frau in Ruhe das Grab pflegen kann. Mehr möchte ich nicht. Bestatter Wolfgang Wilms würde sich darum kümmern, dass die Urne von Helmut Holwes geliebter Frau einen schönen neuen Platz bekommt. Mit Grabstein. Dazu braucht es noch eine Reihe von Genehmigungen, auch von der Stadt. Aber das wird jetzt geklärt. Also ich hatte, nachdem ich einen Anruf von Ihnen bekommen habe, habe ich mich natürlich sofort mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung gesetzt hier in Frönnenberg. Wurde da auch sofort zurückgerufen und dass das also in Ordnung geht, dass man das also möglich ist. Es ist also quasi, es wird also quasi ab Montag, jetzt kommenden Montag, dann also richtig am Start gehen. Helmut Holwe liegt heute im Krankenhaus. Er musste operiert werden. Wir konnten kurz mit ihm telefonieren. Er hat alles überstanden und er freut sich, dass bald alles gut wird. Dass es Menschen gibt, die verstehen, was Liebe wirklich bedeutet. Wenn man 60 Jahre so zusammenlebt, dann auf einmal ist der Mensch nicht mehr da. Das ist traurig. Bald hat Helmut Holwe einen Platz, an dem er seine Frau besuchen kann. Ein richtiges Grab, das er pflegen kann. Mit einem Grabstein.